Ich lieb's ja, wenn so virale Food-Trends direkt vegan sind und deswegen haben wir heute diesen Artischocken-Trend nachgemacht. Der Kassierer hat mir übrigens richtig cute die Artischocke so hingehalten und gesagt, es wären Blumen für mich. Ich war übrigens richtig lost, da ich noch nie eine frische Artischocke zubereitet habe. Man sollte als erstes jedenfalls den Stamm und die ganzen trockenen Enden entfernen. Dann wird die Artischocke erstmal für 30 Minuten gekocht und währenddessen kann man schon die Soße vorbereiten. Die ist ganz einfach und besteht nur aus Butter, Salz, Pfeffer und etwas Knoblauchpulver. Das wird alles in einem Topf zum Schmelzen gebracht und nun kann man die fertig Artischockenblätter da reindippen und so ausessen. Es war auf jeden Fall super lecker, aber ich weiß nicht, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, weil da kam sehr wenig raus. Also es war schon richtig lecker, aber so wenig, wisst ihr?